Willkommen zum Kluftkurier, eurem wöchentlichen Rundflug zu den neuesten Neutrends und News. Schneidet euch an, bringt euren Sitz in die Curry-Position, denn wir starten direkt mit dem Höhenflug der Woche und das ist Sejuani. Nachdem sie in der Vergangenheit schon unser Abfallalber der Woche war und ehrlicherweise seit Monaten der schlechteste Jungler im Spiel war, hat sich Rydan auch mal gedacht, ja, hey, die können wir ja vielleicht auch mal buffen. Der Buff hat auf jeden Fall gesessen, denn sie konnte den höchsten Winrate-Zuwachs aller in Patch 14.9 gebufften Champions verbuchen. Das Traurige, sie hat damit immer noch keine 50% Winrate. Bevor wir zum Abfalleimer der Woche kommen, würde ich euch einmal kurz um einen Algorithmus-Kommentar bitten. Welche Veränderung würdest du gerne an League of Legends vornehmen? Schreib deine Antwort mal unbedingt in die Kommentare. Ab zum Abfalleimer der Woche. Und das ist Xerath. Jetzt fragen sich viele von euch, hä? Was? Der wurde doch gar nicht genervt. Das stimmt auch, aber wisst ihr, was hart genervt wurde? Die Leute, die Xerath spielen. Ihr wisst, was ich meine. Wir alle wissen, was ich meine. Die ganzen Xerath-Skripter sind jetzt dank Vanguard Geschichte und es ist einfach zu geil anzuschauen. Man kann wirklich auf LoLolytics gehen, wirklich genau im Graphen sehen, wann Vanguard mit Patch 14.9 kam. In jedem Elo-Bereich ging die Winrate saftig runter. In Master Plus hat er laut League of Graphs einfach mal 2,4% Winrate verloren. Vielleicht kriegt er jetzt ja sogar tatsächlich mal Buffs, nachdem er nicht mehr, ich sag mal, künstlich Elo-inflated ist. Springen wir jedoch direkt zum Nope der Woche und das ist Jinx. Jinx ist momentan mit über 27% Pickrate der beliebteste Champion im gesamten Spiel. Dazu ist ihre Winrate wirklich in jedem Elo-Bereich bei über 51% angesiedelt und in den höheren Rängen ist sie ein richtiges Monster. Das wissen die Leute scheinbar aber auch. Sie hat je nach Elo-Bereich über 20% Bannrate und das nach dem kleinen Nerf in Patch 14.9. Interessanterweise hat sie den umgedrehten Effekt, den ich vor einigen Wochen bei Morgana angesprochen hatte. Bei Morgana gab es ja wirklich für jeden einzelnen Elo-Bereich eine separate Bunrate-Linie im Graphen. Je höher die Elo, desto niedriger die Bunrate. Bei Jinx ist das Ganze komplett umgedreht. Es gibt wieder für jeden Elo-Bereich eine komplett separate Bunrate-Linie. Diesmal geht ihre Bunrate aber hoch, je höher die Elo ist. Ab zum Broken Pick der Woche und dort zu Kayle. Bereits seit Ewigkeiten hat sie eine extrem hohe Winrate und fliegt damit immer noch komplett unter dem Radar. Sie ist straight up der beste Champion im gesamten Spiel, wenn das Game länger als 30 Minuten geht. Bei Spielen bis zur 35. bis 40. Minute hat sie einfach mal über 72% Winrate. Dass sie dafür im Early Game nicht ganz so prickelnd ist, weiß natürlich jeder. Es gibt so viele Dinge, die ihr hart in die Karten spielen. League ist momentan bei weitem nicht so snowballlastig und kurzatmig, wie das in vergangenen Seasons der Fall war. Der andere Punkt, man kann Kayle in der Season 14 wirklich praktisch auf allem bauen. Full AP, Full Crit, On-Hit, Hybrid, wirklich nahezu alles ist viable. Laut League of Graphs hat sie in Master Plus 53,5% Winrate. Fliegen wir zum Item der Woche und das ist Malignance. Ja, das Item war in der Vergangenheit schon unser Item der Woche. Dass dieses Item aber weiterhin so dermaßen busted ist, ist für mich komplett unverständlich. Riot hat einfach mal Champions wie Ahri, Kassadin, Teemo und Karma hart genervt, anstatt sich einfach einmal einzugestehen, okay, das Item ist viel zu stark, aber nee, lieber die Champions nerven. Das Item gibt einfach viel zu viele Stats. Nicht nur, dass das Item die meiste Ability Haste aller Mage-Items hat, nee, man bekommt auch noch das zweitmeiste Mana und 20 Ult Haste nochmal obendrauf. Ach ja, und weil das natürlich nicht reicht, gibt's noch die Hatefog Passive obendrauf, mit der Champions wie Annie, Kassadin oder Anivia einfach mal 5k Damage in einem Spiel machen können, weil die Passive selbst ja keinen Cooldown hat. Aber nee, Leute, lieber einfach nacheinander alle Malignance Abuser nerven, anstatt einmal das Item nochmal anzugehen. Kommen wir damit direkt zum Fail der Woche und dort zum Vanguard-Start. Das Programm funktioniert an sich für die meisten Leute problemlos, auch wenn ich weiterhin sagen muss, dass ich von einem Kernel-Level-Anti-Cheat-Programm absolut gar nicht begeistert bin. Das Problem, es gibt auf Reddit und im Netz ohne Ende Posts von Leuten, deren PCs wirklich komplett von Vanguard zerschossen wurden. Und das Beste, Riot postet im Reddit Vanguard Update, dass sie, Zitat, wir haben keine Fälle bestätigt, in denen die Hardware von Vanguard beschädigt wurde. Viele User berichten allerdings im Netz, dass nach dem Vanguard Update ihr PC einfach ausging und ihr BIOS komplett zerschossen war. LS durfte ansehen, wie gleich zwei seiner PCs komplett nutzlos wurden. Ich meine, wenn man schon 5 Patches lang den Vanguard-Start nach hinten verschiebt, dann sollte man aus meiner Sicht auch 100% sicher sein, dass das Ganze keine Probleme in diesem Ausmaße verursacht. Und wenn doch,
dann sollte man bitte zu seinen Fehlern stehen. Kommen wir direkt zu unserem Trick der Woche und dort zu den Matchup-Infos von LeagueOfGrefs.com. Super häufig fragt man sich beim Yu-Gi-Oh!-Spielen, hey, welche Champions wären eigentlich richtig gut mit meinem Champ? Oder was countert mich auf der Lane oder generell? Und da muss ich einfach mal sagen, LeagueOfGrefs.com ist mit Abstand die beste Website für diese Infos. Ihr müsst nur den Champion auswählen und schon könnt ihr in den Reiter Matchups gehen und seht dort direkt, welche Champions euch auf der Lane als auch generell countern und sogar auch, welche Champions am besten mit eurem Pick zusammenpassen. Kommen wir damit zu unserer letzten Rubrik und zwar, was macht eigentlich Riot? Riot ist mal wieder völlig am Eskalieren und hat die Tage einen Blogpost zu den Spit 2 Gameplay Changes rausgebracht und die sind mal wirklich wieder komplett geisteskrank. Zunächst einmal werden alle ADC-Items völlig überarbeitet. Alle Crit-Items geben nun wieder 25 statt 20% Crit-Chance und alle Items geben nun nur noch 2 der 3 offensiven Stats, beinhalten also immer nur 2 der 3 möglichen Stats von AD, Attack Speed und Crit-Chance. Dass damit praktisch alle Crit-Items ordentlich angepasst werden, liegt auf der Hand. Stormraiser und Kirchheiß-Shard werden doch einfach mal komplett entfernt. Bei den Runen eskaliert Riot ebenfalls komplett. Predator und Lethal-Tempo werden komplett entfernt. Nein, das ist kein Scherz, das steht auch schon fest. Press the Attack wird etwas angepasst und gibt nun Damage Amp, solange man in Combat ist. Dazu wird Overheal durch Absorb Life ersetzt, das euch für Flat-Werte heilt, wenn ihr Units killt. Font of Life wird auch nochmal überarbeitet und heilt nun euch als auch den Lowest Health Teammate in eurer Nähe. Die Änderungen, die Riot im Blogpost nennt, sind aber gefühlt nur ein Drittel von dem, was sie wirklich ändern und was alles momentan bereits schon auf dem PBE ist. Auf dem PBE verschwindet einfach mal Ingenious Hunter, dazu ersetzt Jack of All Trades Time Warp Tonic in der dritten Reihe des Inspiration Trees. Time Warp Tonic bleibt jedoch im Spiel und ersetzt in Reihe 2 Minion Dematerializer. Legend Tenacity wird einfach mal durch Legend Haste ersetzt, das euch im Prinzip auch einfach mit dieser Stack-Mechanik Ability Haste gibt, allerdings nur für eure Normal Abilities. Triple Tonic wird auch durch Cashback ersetzt, das euch 6% des Item-Golds beim Kauf eines Legendary-Items zurückgibt. Das war's tatsächlich schon wieder vom Kluftkurier für diese Woche. Vielen Dank an euch, dass ihr erneut mit dem Kluftkurier durch die neuesten Neutrends und News geflogen seid. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns wahnsinnig über jeden einzelnen Like. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert unbedingt diesen Kanal, denn nächsten Freitag um 17 Uhr heben wir erneut ab.